Sodala. Fast. Fast haben wir es durch. Also, die Hauptstory ist schon beendet, die Hauptstory ist schon durch. Aber heute schaffen wir wahrscheinlich relativ zügig, ich schätze mal in einer Stunde oder so, alle Nebenmissionen auch noch abzuschließen. Dann haben wir das Spiel wirklich auf 100%. Na gut, wenn man die Achievements, die Stempel mitrechnet, dann nicht. Aber zumindest haben wir alle Missionen und das wollte ich unbedingt noch machen. Und das machen wir jetzt heute. Und danach geht's weiter mit The Last of Us 2. Da geht's genau da weiter, wo heute die Folge von 8 Uhr endete quasi. Da nehme ich quasi zwei Folgen mit gleichzeitig im Stream mit auf, wenn man so will. Und danach schauen wir uns vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, ein Spiel an, das heißt, ich glaube, Fall Guys. Und das sieht so ein bisschen aus wie Takeshis Castle, nur mit knallbunt. So ein bisschen so ein Massive Multiplayer Mario Party. Sowas in der Art, würde ich sagen. Das schauen wir uns vielleicht mal an. Ich hätte einen Tipp für dich als Spiel für den Stream, und zwar Carrion. Ja, Carrion spiele ich privat gerade, finde ich total cool. Aber das ist für mich jetzt ein Privatspiel und kein Streamspiel. Aber das ist ziemlich super. Habe ich gestern und heute ein paar Stunden investiert in das Spiel und macht super Spaß, ist super cool, super innovativ. Das ist wirklich, wenn man so Experimente macht, und das Spiel ist ja wirklich irrsinnig innovativ, also das macht ja nichts, was es schon mal gab im Grunde, dann ist das immer super gefährlich, sowas geht ganz leicht in die Hose. Aber bei Carrion haben die es echt geschafft, dass die ein durch und durch spaßiges und gut durchdachtes und durchdesigntes Spiel machen, das absolut innovativ ist und voll cool. Voll cool. So viel Zeit hatte ich leider nicht. Würde ich auch gerne. Aber ich bin mir sicher, ich bin jetzt schon ziemlich weit. Ich glaube, beim nächsten Mal morgen werde ich es dann wahrscheinlich durchspielen. Ich habe jetzt schon das dritte Upgrade und kann schon meinen Chitinpanzer machen. Ich glaube, schon langsam. So lange wird es nicht mehr sein, gefühlt. Hi Ramsi, hallöchen. Wie geht's? So, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute jetzt sehr schnell mit Deadly Premonition fertig werden. Wenn ich mich recht erinnere, zumindest. Hallo, The Cludo. Und hallo, The Cludos Freunde und Zuschauer. Zu dem Zeitpunkt ist es etwa 75%. Ja, dann kann ich gemütlich in einer Session morgen dann durchspielen. Das ist schon, ist ein cooles Spiel. So, jetzt habe ich aber Deadly Premonition 2 schon länger nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. So, im Grunde schlafen wir jetzt einfach im Hotel. Ah ja, stimmt. Die Mission haben wir auch noch. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Oh. Ja, komm. Wenn ich alle Nebenmissionen machen will, muss ich auch die machen. Das hilft nichts. An die habe ich wirklich gar nicht mehr gedacht. Aber die müssen wir jetzt natürlich auch machen. 30 Killerbienen, 30 Hunde, 30 Alligatoren. Naja, dann grinden wir halt ein bisschen. Ist eh, ne? Anfang des Monats, Anfang der Woche. Wir haben eh viel zu bequatschen. Wir können eh viel labern und chatten. Da kann man auch mal ein bisschen grinden. Geh mal in den Park, da sind immer die ganzen Killerbienen. Warum denn nicht? Na dann, hey, Fallen Crusader, dankeschön für die vielen, vielen bunten Bits. Viele, viele bunte Bits. Boah, dass es so heiß hier sein muss. Bei uns geht's heute zum Glück einigermaßen. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es noch ein bisschen kühler wäre. Also heute ist es bei uns jetzt ganz in Ordnung, aber die Tage wird es jetzt wieder echt schlimm. Wenn Alexa mich nicht anlügt, dann wird die Woche echt unangenehm wieder. Aber ja. Lange ist der Sommer auch nicht mehr. Ich meine, dieses Mal war eh... Also, ne? Er hat zumindest... Das war gerade komisch.
Er hat zumindest ein bisschen auf sich warten lassen. Er ist mild gestartet und jetzt haut er halt nochmal so richtig rein. Das hätte es wegen mir nicht gebraucht. Ich bin kein Sommerfreund. Gerne Frühling, immer Herbst auch, jawohl. Aber Sommer kann mir eigentlich, können wir von mir aus auslassen. Ich glaube, ich habe gerade, und na, da ist sie. Ich dachte schon, sie ist jetzt irgendwie, huiu, Quanten verschoben durch die Wucht des Schusses oder so, in eine andere Dimension. Aber dabei ist sie nur hinter mich geglitscht. Hallo, Verdog, wie geht's? Ja, wer weiß, das kann schon sein, dass sich das hinten raus noch ziemlich lang zieht jetzt, der Sommer, wer weiß. Also ich hoffe doch immer noch drauf, dass es im September kühler wird. Seems kinda normal to me. Now that you mention it, yes, it is a normal day. I just felt like saying that. What? You know, sometimes you really get on my nerves. Ich finde auch, ein kühler, ein Winter, ein wirklich kalter Winter wäre eigentlich mal wieder cool. Ich kann mich in meiner Kindheit, ich klinge schon echt wie ein alter Mann, oder? In meiner Kindheit kann ich mich noch an wirklich kalte Winter erinnern. Mit Schneestürmen, kniehohem Schnee oder hüfthoh sogar, aber da war ich halt auch noch kleiner. Riesige Iglos, die man gebaut hat in den gigantischen Schneehügeln von dem ganzen weggeräumten Schnee. Es war cool. Es war wirklich cool. Nicht so für Autofahrer, aber als Kind war es richtig, richtig cool. Und irgendwie seit ungefähr 15 Jahren gibt es das irgendwie nicht mehr, oder? Finde ich echt schade. Ich hätte gern mal wieder einen richtig verschneiten, krassen, coolen Winter. Tja. Au. Hey, komm, Bienen, ich bin eh schon vergiftet. Ach nee, nicht mehr. Na dann. Ja, nee, die Quest habe ich tatsächlich einfach leider vergessen mit den Bienen. Böse Bienen. Also mit den Bienen, den Hunden und den Alligatoren. Ich habe mir nämlich beim letzten Stream, habe ich ja schon drüber nachgedacht, ob wir jetzt noch die letzten Quests beenden. Das Quiz von dem Priester und das letzte Alligatoren, die letzte Alligatoren-Bootsfahrt. Weil ich mir dachte, das ist eh gleich erledigt. Aber hab dann gesagt, nee, komm, machen wir beim nächsten Mal schnell fertig. Aber ich habe wirklich vergessen, dass wir noch... Die habe ich, glaube ich, verdrängt. Diese krasse Grind-Quest hier. Aber komm, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt wirklich durch. Ich will das Spiel jetzt 100% abschließen und Schluss. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und wie gesagt, danach... Weil so lange wird es auch wieder nicht dauern. Danach habe ich noch die anderen beiden Spiele geplant. Da bin ich gespannt. Also vor allem auf letzteres dann, dieses... Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Dieses Takeshis Castle. Dieses Mario Party mit ganz vielen Leuten. Mal schauen. Wie das dann wird. So, ich glaube... Ah, da hinten ist noch ein Bienenstock. Ich bin mir nicht sicher, ob die respawnen. Und ich glaube, nachts gibt es keine Bienen. Ich weiß nicht, wie lange die überhaupt noch spawnen hier. Ich meine, 30 brauchen wir, ne? Und wir haben jetzt... 3... 10. Oh, 10 erst. Oh. Ah, Stempel habe ich offline nicht viel gemacht seit dem letzten Mal. Ich glaube, von der Idee, alle Stempel wirklich zu vervollständigen, bin ich abgegangen. Bin ich abgekommen. Wie nennt man das? Ich habe aufgehört, das zu verfolgen. Weil das ist einfach wirklich hardcore übelster Mördergrind. Über viele hundert Stunden wahrscheinlich hinweg. Und ich glaube, das will ich nicht. Ich glaube, das will ich mir nicht antun. So gern ich das Spiel mag, aber irgendwo ist dann auch mal Schluss mit der Grind-Toleranz. Deswegen lieber nicht. Ja genau, ich habe vorher schon mit Metatron drüber geredet, aber Carrion, das jetzt erschienen ist, von Devolver Digital, also die publishen das. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Entwickler heißt leider.
das ist ein Spiel, das hat mich mal wieder echt umgehauen. Das ist richtig cool. Das ist so ein tolles, so ein cooles 2D Metroidvania, glaube ich, könnte man schon sagen. Ja, im Grunde schon. Indem man quasi so ein alles verschlingendes Tentakelmonster spielt, das aus einem Labor ausbricht und sich dann quasi dadurch die Wissenschaftler und Sicherheitstruppen und Fallen kämpft. Und das ist super innovativ, super clever, super cool, hat super coole Rätsel. Und diese Spielmechanik, wie man sich mit diesem Tentakelmonster durch die Gänge schlängelt, funktioniert einfach super. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ein cooles Spiel. Die Steuerung eben, genau, die ist super. Das ist so gut gelungen, denen. Das macht so Spaß. Am Anfang, weil, wenn man das im Trailer sieht, denkt man sich, ne, wie soll denn das funktionieren? Und am Anfang fühlt es sich vielleicht kurz ein bisschen komisch an, aber man ist sofort drin und dann ist es einfach genial. Und vom Rätseldesign her und so weiter ist es wirklich ein solides Metroidvania, aber nichts Besonderes. Aber diese Monster-Kontrollmechanik, also diese Steuerung, die ist schon sehr gut gelungen. Das ist echt richtig toll. Ein tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Also wenn man irgendwie auf der Suche nach innovativen Ideen ist und Spaß an Spielmechaniken hat und vielleicht auch so Metroidvanias allgemein mag, dann ist das unbedingt ein Pflichtkauf. Ich habe auch dieses, wie heißt es denn? Ach, wie heißt denn dieses Liebling? Ich habe die Kinder geschrumpft von Obsidian. Dieses Liebling, ich habe Minecraft geschrumpft. Spiel. Grounded. Genau, Grounded heißt es. Habe ich auch kurz reingespielt. Ist halt einerseits mittlerweile echt schon super ausgelutschte Genre. Ich sammle hier ein paar Pflanzen und fäll da irgendwie eine große Pflanze und baue mir dann Werkzeuge und bla bla bla. Wirklich echt, mittlerweile fühlt sich das schon echt so 0815 an. Aber die Welt ist schon sehr schön designt. Es hat wirklich einfach voll diesen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Charme. Diese kleine Gartenwelt ist einfach echt super schön inszeniert. Das macht schon Spaß, sich da durchzubewegen und das ein bisschen zu erkunden. Und diese ganzen aufrecht niedlich gemachten Käfer sich anzugucken. Das ist schön. Und wenn man dann quasi in der Entfernung irgendwelche riesigen Dinger sieht, die halt in der echten Welt winzig sind. Und die Grashalme wie Bäume, wie Dschungel um einen wuchern. Das ist echt schön gemacht. Toll. Aber so spielerisch jetzt eher so Standardkost mittlerweile. Ich habe es aber nicht lange gespielt. Vielleicht kommen noch total überraschende Wendungen im Gameplay. Aber ich denke nicht. Ich denke, es ist die typische Ressourcen sammeln, Werkzeug bauen, bessere Ressourcen sammeln, besseres Werkzeug bauen, bessere Ressourcen sammeln, besseres Werkzeug bauen. Zyklus quasi. Eingewoben in eine Story, glaube ich, so ein bisschen. Ich glaube, die Figuren wollen rausfinden, warum die klein sind, weil sie sich nicht mehr erinnern können. Irgendwie so. Naja, das habe ich schon die letzten Tage jetzt auf jeden Fall so privat ein bisschen gespielt. Ein bisschen reingeschnuppert. Auf Twitter habe ich jetzt mitbekommen, dass anscheinend jetzt das Icon auf der Switch von Carrion, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, von Carrion geändert werden muss. Ich finde es lustig. Ihr müsst mal danach googeln. Das sieht einfach, das sieht sehr stark nach dem primären weiblichen Geschlechtsteil aus, was da abgebildet ist. Und das ist dann wohl auch Nintendo aufgefallen und die haben dann gesagt so, na, könnte man da nicht was anderes wählen? Aber es war lustig. Es war lustig, solange es da war. Wenn man seine Switch startet und neben Paper Mario und was weiß ich was, Smash Brothers ist dann auf einmal so eine rote Vagina, ist schon irgendwie lustig.
Tja. Machst du donnerstags was? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht streamen wir am Donnerstag. Vielleicht machen wir wieder so einen Livestream, der PlayStation 5 Direct. Die heißt nicht Direct, ich weiß schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hallo, Flatbrain Checkers, wie geht's? Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich weiß es wirklich noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall geht Donnerstag wahrscheinlich voraussichtlich ganz normal um 19 Uhr das Stream los. Und dann schauen wir mal. Bis dahin überlege ich es mir konkret. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Ah, nur noch 6 Bienen. Okay, gut. Yeah. Nur noch 4. Ah, wo kommen denn die alle auf einmal her? Nur noch 3. Ich sag mal, kann das sein? Aber eigentlich nicht, oder? Ich hätte es schon mal getestet. Es kommt, glaube ich, immer nur ein Bienenschwarm raus. Ich habe mir gerade gedacht, weil da 2 Bienenschwärme hinter mir waren, ob da neue spawnen, wenn ich die leben lasse. Aber irgendwie nicht, nee. Das ist gleich 20 Uhr. Hoffe, ich erwische die letzten paar Bienen bis dahin noch. Weil ich weiß nicht, ob es danach, nach 20 Uhr noch Bienen gibt. Deswegen wäre es cool. Dein Keller war voller Wasser. Interessant. Das ist natürlich doof. In Passau, wo ich früher gelebt habe, war das im Grunde Standard. Zumindest in der Altstadt. Weil die Stadt liegt ja quasi direkt umringt von 3 Flüssen und man hat halt im Jahr 2-mal Hochwasser und das tritt öfter mal über die Ufer, das ist ganz normal. Und dann werden auch mal die Keller überschwemmt, das gehört quasi mit dazu. Aber das weiß man auch und da kann man sich drauf einstellen. Wir hatten vor kurzem, gab es in Passau so ein richtig krasses Hochwasser. Da wurden dann auch bei Wohnungen, die eigentlich nicht betroffen sind, die Keller überschwemmt, weil es quasi vom Kanal reingedrückt hat in die Keller. Das war schon nochmal ein anderes Kaliber. Das war eh diese Jahrtausendflut oder Jahrhundertflut, von der wir 2 in so kurzer Folge hatten. Bei der ganz Deutschland betroffen war. Wann war das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Noch 2 blöde Bienen. Jetzt kommt schon. 2 blöde Bienen, bitte. Aha. Ich höre Musik. Ja. Na. Ah. Okay. Der letzte Bienenschwarm hat noch ganz schön gekämpft. Okay, Hunde. Na dann, machen wir uns auf. 30 Hunde dürfte ein bisschen leichter gehen. Die findet man normalerweise immer in größeren Gruppen. Da muss man nicht so viel im Park rumlaufen. Ich muss nur dahin, wo die Hunde sind. Wo die wilden Hunde wohnen. Und Alligatoren gehen wir in diesen Teich. Müssen wir halt einfach am Teich... Dieser, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ist das, ich weiß es nicht. Da gehen wir hin. Und da sind Alligatoren. Und dann haben wir die Quest auch geschafft. Dann machen wir noch das Quiz des Priesters und die Bootsfahrt. Dann haben wir alle Quests in dem Spiel 100.000% gelöst. Yeah! Ich habe jetzt angefangen, mich so ein bisschen mit Unity zu beschäftigen. Ich werde jetzt meine mehr oder weniger Urlaubszeit, weil ich mache ja jetzt diese und nächste Woche ein bisschen reduziert und die darauffolgenden Wochen, die letzten beiden Augustwochen, mache ich wirklich Urlaub. Und in dieser Zeit habe ich beschlossen, dass ich mich ein bisschen in Unity reinarbeite. Also in die Engine quasi. Weil mein größter Traum wäre es, ich glaube, das ist wirklich nicht übertrieben, ich glaube, mein größter Traum wäre es, ein eigenes Spiel zu machen, ein eigenes Videospiel mit Blackjack und Nutten. Nein, ohne Blackjack vielleicht, das weiß ich nicht, nee, Quatsch, aber genau,
Und vielleicht mache ich das. Also ich bin sogar momentan felsenfest davon überzeugt, dass ich das angehen werde. Ob es letztendlich was wird, das weiß man natürlich nicht. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ich meine, dadurch, dass ich neben dem Kanal nicht viel Zeit habe, wird das auch ein Projekt, das mich lange begleiten wird, über viele Jahre. Aber wenn es da mal irgendwie was Konkretes gibt, so erste Schablonen, erste Early Alphas oder sowas, dann werde ich euch auf Discord auf dem Laufenden halten. Ein Fallout mit Blackjack und Noten. Nein, an sowas traue ich mich noch bei weitem gar nicht ran. Bei weitem. Als erstes steht jetzt ein relativ simpler 2D-Plattformer auf dem Programm. Mit liebreizenden Charakteren und mitreißender Story. Das ist der Plan. Voll Crusader, dankeschön! Yippie! Super, super nett von dir. Super großzügig, dankeschön. Das freut mich sehr. Oh, Leute, ich bin voll doof, ey. Wartet mal ganz kurz, ey. Ich bin voll doof, wirklich. Das geht ja mal überhaupt nicht klar. Ich habe die Spendenleiste gar nicht aktualisiert. Oh nein! Hoffentlich mit einem Landsquid. Ja, genau, das ist der Plan. Der Landsquid ist natürlich der Protagonist in diesem Spiel, das es noch nicht gibt. Ich muss jetzt sofort die Spendenleiste aktualisieren. Lass mich das kurz machen. Mensch, das geht ja mal gar nicht. Neuer Monat und ich sitze hier noch mit dem Juli-Spendenziel. Der ist schon seit 95 Stunden abgelaufen. Ich rechne natürlich, deswegen fällt es mir ein, ich rechne natürlich deine Spende gerade schon an den neuen Betrag vollen Crusader. Weil auch wenn es die letzten zwei Wochen im August keine Streams geben wird, Special Streams, die bis dahin noch erreicht werden, oder vielleicht sogar der 24-Stunden-Stream, werden natürlich trotzdem noch nachgeholt. Die verfallen nicht. Die gibt es dann im September. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich muss schnell alles zusammenrechnen. Patreon. Das ist immer gar nicht so leicht, weil ich muss bei Patreon immer den Dollarbetrag natürlich dann noch in Euro umrechnen. Hey, Gedankenspiegel, dankeschön für die Bits. Ah, das ist eine gute Idee. Warte mal kurz. Kann ich kurz anmachen? Na, kann ich kurz einspielen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich finde es leider nicht. Wo ist es denn? Habe ich es gelöscht versehentlich? Nee, oder? Ah, hier. Dachte ich. Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Das habe ich jetzt total vergessen. Es war ein bisschen stressig, bevor ich den Stream angefangen habe. Ja, ich habe mir das noch gedacht am Nachmittag, dass ich das machen muss und dann sowas. Nimm die Unreal 5, ist kostenlos, solange du unter 1 Million verkauften Spiele bleibst. Ist Unity auch. Unity ist kostenlos, solange man nicht mehr als 100.000 Umsatz im Jahr macht oder sowas mit dem Projekt. Also chillig, glaube ich, dass man das nicht überschreitet. Und Unity ist echt einfach zu benutzen. Unity macht es überhaupt erst wirklich realistisch, dass ich wirklich ein Spiel auf die Beine stellen könnte.